Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Crash Bandicoot. Heute geht es erstmal zu einem weiteren Bosskampf gegen Koala Kong, der uns hier erstmal direkt mit Steinen bewirft. Danke. Und irgendwo kam da auch eine TNT-Kiste angeflogen. Okay, jetzt muss er ein bisschen schwerer schleppen. Soll ich ihm ein bisschen helfen? Okay, alles klar. Noch dreimal ihn treffen und dann haben wir es geschafft. First try gelingt uns halt jetzt schon nicht, aber... Ja, vielleicht kriegen wir den Boss beim zweiten Versuch, wer weiß. 34 Leben haben wir noch, also... Das würde ich recht entspannt sehen. Bam. Zweiter Treffer. Wow, da ist ja eine zweite Kiste. Alter Falter. Och nee. Die doofen... Oh nee, ey. Die Dinger haben da... Hier, wie heißen sie nochmal? Ihr wisst schon, was ich meine. Die haben den Stein blockiert. Mann! Schade. Das hätte echt was werden können mit dem zweiten Versuch. Egal. Halt beim dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei. So. Ich glaube, ich habe für diesen Satz auch drei Versuche gebraucht. Ein gutes Omen. Wer weiß. Oh Mann. Oh Gott, der macht mir schon ein bisschen Angst, ne? Aber der hat voll die lächerlichen Beine. Okay, erwischt zum zweiten Mal. Ach stimmt, da kommt ja noch eine zweite TNT-Kiste. Nein, 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 nein. Okay, gut, gut, gut. Okay, und... Nein, warum rollst du denn wieder zurück? Och, nee. Oh, das ist so gemein. Oh Gott, oh Gott, war das knapp. Yes! Zum dritten Mal erwischt. Und jetzt noch ein viertes Mal. Und jetzt aufpassen. Vielleicht könnte sogar noch eine weitere TNT-Kiste runter, weil ich traue den Entwicklern ja alles zu. Oh Gott. Okay, da hat er die schwere Kiste, den schweren Stein wieder. Jetzt! Das hat beim dritten, oder? Okay, gut. Das hat beim dritten Mal geklappt. Jawohl. Ja, geile Meile. Sehr schön. Das war doch schön. Beim dritten Mal... Moment, hat's wirklich beim dritten Mal geklappt? Hat's wirklich beim dritten Mal geklappt? Oder lüge ich mich selbst jetzt gerade an, primär? Oh, und da sind wir auf der nächsten Insel. Ja, ich glaube, dass das hier die letzte Insel sogar ist. Aber hey, wir haben noch zwei Crash Bandicoot-Spiele da vor uns. Und die werden, vor allem der dritte Teil, der wird, glaube ich, der zugänglichste dann sein. Und die werden dann mit am easiesten sein. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt, dass ich mir eine PS2 auch geholt habe. Da gab es ja auch unter anderem Crash Twins Sanity. Was sind das für Dinger? Irgendwelche komischen NSA-Kameras. Ja, Crash, also so ein bisschen wie diese ganzen... Was? Ich war schon rüber. Okay, hier bin ich... Habe ich einmal zum ersten Mal springen gedrückt, als ich noch... Ja. Noch nicht richtig im Level war und beim zweiten Mal war ich schon unten. Ja, was wollte ich denn gerade sagen? Ja, ich habe mir die PS2 geholt, weil es vor allem auch auf der PlayStation 2 einige ziemlich coole... Crash Bandicoot-Spiele gibt. Crash Twinsanity ist ganz cool und der Zorn des Cortex finde ich sehr, sehr cool. Mögen viele andere nicht. Und, ja, ich habe mir auch für die PS2, für alle Leute, die auch noch so ein bisschen den Nostalgiefaktor cool finden,
Ich habe mir auch für die PS2 so einen Converter geholt. Ich glaube, die Firma heißt Ligavo, die das herstellt. Keine Sorge, ich krieg da keine Kohle für, dass ich das sag. Aber das fand ich halt sehr, sehr cool, weil ich habe halt so einen ganz normalen AV-HDMI-Adapter gehabt. Und das sah nicht so cool aus. Und jetzt habe ich mir dieses Ligavo-Ding geholt, was halt direkt schon am Steckplatz der PlayStation 2 ansetzt. Oh, bitte ein Checkpoint jetzt mal langsam. Wäre mal ganz nett. Ja, den hat man auf jeden Fall am Steckplatz der PS2, wo das AV-Kabel eigentlich reingesteckt wird. Und das ändert dann das Signal da schon auf HDMI um und das konvertiert dann die Qualität. Und ich kann euch sagen, es sieht wirklich richtig gut aus. Also Gran Turismo 3 habe ich heute mal angetestet. Wunderschön! So, weg mit dir. Kann mir die Kälte was anhaben? Nee. Wäre geil, wenn man so leicht einfrieren würde und dann ein bisschen hitzeresistent wäre. Oh Mann, wie hätte ich denn das extra Leben mir holen sollen? Meine Güte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach komm, da kann ich doch... Also von der Seite kann ich die nicht attackieren, aber von oben hätte ich mir das wenigstens erhofft. Okay, geht auch nicht. Ja gut, da muss ich jetzt aufpassen, ne? Heidewitzka. Das sind so ein bisschen die Ersatzgegner für die Schildkröten. Oh nein! Oh Mann, das habe ich nicht gesehen. Ärgerlich. Mittlerweile wurde tatsächlich auch aufgedeckt, dass Crash Bandicoot, die Insane Trilogy, so ein unfassbar komplizierter Name, der natürlich aber mit dem Hauptbösewichten zusammenhängt, dass es da doch so ein paar Gameplay-Dinger gibt oder eine ganz spezielle Gameplay-Sache, die sich halt unterscheidet im Vergleich zum Original, nämlich bezieht sich das, glaube ich, so ein bisschen auf die Hitboxen. Aber ich muss sagen, so schlimm finde ich das nicht. Insgesamt finde ich, ist es wunderbar gemacht und ja, so ein bisschen anders ist es halt nun mal und kann man sich dran gewöhnen. Auch wenn ich das halt auch mit den Schildkröten ein bisschen komisch fand. Heidewitzka, geschafft. Puh, hier habe ich mich mal ein bisschen was gewagt. So, und jetzt versuchen wir auch wirklich hier mal alle Kisten zu holen. Vielleicht klappt das ja. Ja, viel Spaß. Oh Gott. Ha, mich kriegt ihr nicht. Ja, der Level muss auch mal ein bisschen Dampf ablassen. Ja, diese Ebenen sind ein bisschen ungeduldig, ne? Wow! Alter Falter! Okay, da kommt man nicht rein, ne? Nee. Okay, ich finde die Sprunghöhe echt krass. Okay, Vorsicht. Oh, wir haben eine zweite Akku-Maske. Cool. Oh Mann, bitte. Ja, okay, gut. Die Ebene tut uns nichts.
Okay, also bis jetzt läuft's wunderbar. Okay. Das ist so ein bisschen... Na Mann, Sidescroller. Ich mag keine Sidescroller. Wobei in Rayman Origins und Rayman Legends dann auch gab's richtig, richtig knackige und sehr coole Sidescroller-Level tatsächlich. Oh, ja, gut. Den hatte ich nicht gesehen. Oh, knapp. Okay, cool. Wir haben erstmals hier Frankensteins... Nee, haben wir nicht. Okay. Dann halt nicht. Schade. Moment, hatten wir nicht 3 eingesammelt? Schade. Das ist halt wirklich sehr schade. Oh, da ist tatsächlich das Ende des Levels. Okay, und jetzt vermute ich auch, weiß ich, wie ich da hätte hinkommen können. Wahrscheinlich habe ich an irgendeinem Trampolin nicht die X-Taste gedrückt gehalten für einen höheren Sprung. Tut mir so leid, Crash. Es tut mir wirklich leid. Ach, der arme Crash. Er kann einem wirklich leid tun, aber... Naja, da muss er durch. Aku guckt auch so ein bisschen strange immer. Aber wir sind super durch den Level gekommen, glaube ich. Ganz kurz, ich werde mal hier gerade mal speichern. Das ist immer ganz hilfreich, wenn man mal zu häufig bei einem Level stirbt. Also mal angenommen, wir schaffen den kommenden Level jetzt noch und das ist der letzte Level für heute, aber wir verlieren 30 Leben, dann würde ich nochmal den Spielstand hier oben laden und würde versuchen, das mit weniger Toten zu schaffen, diesen Level. Und dann hätten wir einfach, da hätten wir ein paar Leben gespart, dann muss ich die nicht lange nochmal farmen oder so, unter der Voraussetzung, ich schaffe das recht schnell. Okay, was ist denn hier los? Wow. Oh, das Design ist super geil. Oh. Oh, Vorsicht. Oh, das ist mega gut. Und ich muss noch gut damit zurechtkommen mit den Timings. Wie lang es jetzt zur Seite ging und plötzlich müssen wir halt die andere Richtung einschlagen. Das ist halt ungewohnt. Oh, das war sogar recht riskant noch. Oh, Mann, grüne Suppe. Das ist auch nicht viel besser. Nee, okay, gut. Ab zur grünen Suppe. Oh Gott, da ist ja noch jemand. Warum auch immer, es gibt ja die ganzen... Tötet mich das eigentlich? Ja. Also, es verletzt zumindest. Es ist so verletzend. Es gibt ja die ganzen, der Boden ist Lava-Witze.
immer so ein bisschen komisch finde. Wow. Was ist mit dir los? Wow. Das war stark. Okay, gut. Das kriegen wir gut hin, gerade. Oh, das war knapp. Vielleicht mal links rum. Mal gucken, was hier auf uns wartet. Auch nichts Besseres. Ach, ein extra Leben. Cool. Doch, doch, hier wartet was. Was ist denn jetzt los? Hier wartet was Besseres auf uns. Noch ein extra. Moment mal. Okay, da wartet nichts Besseres auf uns. Oh Gott. Noch Mann. Oh Mann. Okay, gut. Nicht gut. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja richtig, richtig, richtig mies gemacht vom Timing her. Okay, das war von mir schlecht. Einfach nur. Okay, super. Kann ich mich da irgendwo in den Zwischenraum stellen? Ha, oder wir kriegen es einfach direkt hin. Oh Gott. Also, so cool ich die Dinger auch von der Optik her finde, ist einfach mega anstrengend gemacht. Die Musik ist aber krass, ne? Die hat schon einen sehr, sehr ernsten Unterton. Nein! Der letzte Checkpoint liegt so weit zurück. Eine gute Gelegenheit, mal die andere Seite auszuchecken. Oh! Hier ist zumindest der Start ein bisschen leichter. Tschüss! Oh oh, oh oh, oh oh, okay, die Kiste ist mir sowas von egal. Extra Leben gewonnen und der Rest ist egal. Okay, gut, das braucht man, damit man alle Kisten da bekommt. Ja, okay, ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Trost ist. Ich meine, jetzt müssen wir nur noch nach hier zurücklaufen. Oh Gott, das ist alles so schlimm. Na, lass mich in Ruhe. Puh, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Komm zurück! Zu spät. Warum hätten wir es nicht gerade eben so schaffen können? Okay, ah Mann. Ein Sekündchen zu früh losgelaufen. Ärgerlich. Nein! Ja, 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 ja. Akku beschützt uns. Wunderbar. Okay, jetzt gut durchkommen. Wir sind gleich wieder da, wo wir eben noch waren. Oder eben schon waren. Ja, jetzt nämlich. Nein! Huh! Ja, da mag's jemand. Ziemlich riskant.
Okay, das funktioniert gerade. Das läuft gerade wie am Schnürchen. Ich traue dem Braten nicht. Glaube ich, das erste Mal gewesen, dass ich das Sprichwort komplett korrekt benutze. Sonst kommt immer sowas zustande wie, ich vertraue dem Braten nicht. Oder so. Okay, aber ich hätte hier keine 42 Kisten zusammenbekommen. Wenn wir mal die 4 Kisten dazu rechnen, die wir da rechts noch hatten, plus vielleicht noch 4 oder so hier, die nicht erschienen sind, dann wären hier niemals 42 zusammengekommen. Sorry, Crash. Ein paar Probleme mit dem Rücken jetzt. Ja, wunderschön. Aber wir haben hier einen Boss geschafft. Und von der neuen Insel, wie viele Level haben wir jetzt hinbekommen? 2 oder 3? Ich glaube sogar 3 tatsächlich. Okay, nee, 2. Aber insgesamt, wenn man den Boss als ein separates Level dazu zählt, haben wir 3 Level geschafft. Wir können vielleicht nächstes Mal mal Coco spielen. Sie ist nämlich erst ab Crash 2 oder 3 dabei gewesen eigentlich, aber wurde jetzt halt fürs Remaster auch in den ersten Teil gepackt und ja, der Vollständigkeit halber einfach hat man gesagt, okay, können wir ja sowieso machen, warum nicht die Schwester von Crash nochmal einfach so einbauen und ja, ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Episode, wenn ihr so ist, könnt ihr mir ja gerne ein Däumchen nach oben da lassen und beim nächsten Mal wieder dabei sein bei Crash Bandicoot, ich freue mich auf euch, habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, macht's gut!